Herr Lehner, es ist häufig gesagt worden, dass der Weg der SPD zur Regierungspartei begonnen habe mit Ihrer berühmten Bundestagsrede vom 30. Juni 1960. Sie haben sich damals für eine gemeinsame Außenpolitik ausgesprochen auf der Grundlage der bestehenden Vertrags- und Bündnisverpflichtungen. Und Sie haben im Namen der SPD die Ergebnisse der Adenauerschen Außenpolitik gleichsam akzeptiert als Grundlage und als Rahmen künftiger Außenpolitik. In einem weiteren Teil dieser Rede haben Sie sehr eindringlich gewarnt vor Feindverhältnissen zwischen den Parteien in der Bundesrepublik. Meine Frage, was war die Funktion, was war die Aufgabe dieser Rede und war das, was Sie damals im Bundestag zum Ausdruck brachten, war das bereits unbestritten innerhalb der SPD? Ich habe noch nie was erlebt, das unbestritten gewesen ist innerhalb der SPD. Also eine Nebenangelegenheit, so, was nicht heißt, dass ich sowas missachte. Nein, aber ich bitte Sie, wir haben mal gesprochen, warum Grundsatzprogramm in Godesberg. Sie haben dann da Fragen gestellt, ob der nicht bald ein neues und so weiter. Da muss ich immer was sagen. Ein Programm allein tut es freilich nicht. Denn Programme können viele Leute machen, haben auch schon mehr Leute gemacht, als gut ist. Und für mich war eine Sache, dieses Programm darf nicht ein Aushängeschild oder ein Plakat werden, das man vor sich herträgt oder an den Wegen aufpflanzt. Das Programm muss jetzt in den Teilen und mit den Bestandteilen, auf die es in der konkreten Politik jeweils ankommt, erkennbar werden. Und dieses Erkennbarmachen habe ich mit meiner Rede auf mich genommen. Da sehen Sie, dass ich ein Ketzer bin, ich habe eine andere Auffassung von Programmen, ich habe eine andere Auffassung von parlamentarischer Demokratie, ich will parlamentarische Demokratie, ich will Demokratie als allgemeine Staats- und Lebensordnung. Und es war gar keine Spekulation auf Regierungsbeteiligung. Ich bin doch kein Spekulant, bin auch kein Kind, womit ich Kinder nicht beleidigen will. Ich habe schließlich im Schlussteil meiner Rede deutlich gemacht, was diese zweite Republik nicht aushalten würde und was sie am Ende führen könnte und müsste, nämlich christliche Demokraten und Sozialdemokraten in Feindschaft statt in Gegnerschaft zueinander. Das habe ich da gemacht. Und ich komme nochmal darauf zurück, dies war mein Beitrag dazu, dass das Programm nicht ein Programm bliebe, sondern hinein kam und nicht als Programm, mit dem allein man Recht hat, der andere Unrecht hat, wenn er nicht Ja sagt zum Programm. Nein, nun umgesetzt in die konkrete Politik. Da haben Sie meine Auffassung von Programmbedeutung und von politischer Debatte. Dies war da drin und es hat ja doch wohl auch einiges, wenn auch nicht viel, bewirkt. Aber irgendeine Spekulation auch. Regierung damals war darin nicht. Weder verhüllt noch etwa vorgezeigt, nichts. Keine Spekulation, Herr Wehner, aber wohl wird man sagen können, dass ohne die Rede und die Politik, die durch diese Rede ihren Ausdruck fand, der Weg zur Großen Koalition wohl nicht möglich gewesen wäre. Sie selbst haben ja in der ersten Hälfte der 60er Jahre mit Politikern der Unionsparteien, unter anderem mit Paul Lücke und dem Freiherrn von Gutenberg, Gespräche geführt, die damals viel Aufsehen erregt haben und in denen wohl auch das Thema einer Koalitionsbildung eine Rolle gespielt hat. Wären Sie bereit, über diese Gespräche etwas zu sagen? Ja, vor allen Dingen, weil ich sehe, wie falsch Sie das auffassen. Bitte um Entschuldigung, ich will niemandem zu nahe treten. Denn das war nicht ich, das war Adenauer, der Herrn Lücke und Herrn von zu Gutenberg gebeten und beauftragt hat, mal mit dem Wehner zu reden, ob es überhaupt eine Möglichkeit geben könnte und denkbar wäre, dass Sozialdemokraten mal mit der CDU eine Regierung bilden würden. Und wissen Sie, warum das war? Weil er die Spiegel-Affäre wegkriegen wollte. Nicht so, da war das, 62. Da wurde ich von Lücke gefragt, ob ich bereit wäre. Ich war bereit. Mein Freund Ollenhauer, den ich an demselben Abend, als ich den Anruf bekommen hatte, noch sagte, hör mal, jetzt will der mit mir sprechen. Ich nehme an, das ist unvermeidlich. Ich weiß nicht, was er will. Aber wir werden ja hören. Ja, und da ging es um das. Und dann kam dazu
Nächsten Tage Herr von zu Guttenberg, und der war wiederum besonders verliebt in schriftliche Festlegungen, wie man zu dem steht. Dabei spielt eine besondere Rolle die Einführung des relativen Mehrheitswahlrechts, nicht? Während der andere, der zwar ganz entschieden für das relative Mehrheitswahlrecht war, Lücke aus wirklicher Überzeugung, nicht aus Trick oder aus Taktik, ist er, weil dann seine eigene Seite ihn hat im Stich gelassen, aus der Regierung ausgeschieden. Nicht? Und aus der Großen Koalition, ne? Aus der Regierung, was Koalition? Aus der Regierung ausgeschieden und ist zu mir gekommen und hat mir gesagt, Herr Kollege Wehner, was ich jetzt tue, tue ich nicht, weil ich über Sie enttäuscht bin, da habe ich keinen Grund, sondern weil meine eigenen Freunde in dieser Frage relatives Mehrheitswahlrecht mich im Stich gelassen haben. Nicht? Da gab es, der Schröder war anderer Meinung, übrigens, der wollte das gar nicht, weil er schielte auf FDP, und die FDP war ja auch gern bereit, sie hatte zwar die Regierung, er hat gesprengt, war rausgegangen, und da saß der Erhard mit seiner Regierung als einer Minderheitenregierung, wenn auch mit erheblicher Zahl, muss man ja zugeben, aber das konnte er gar nicht lange machen. Das war im Herbst 66. Ja, sicher, im Herbst platzte die Regierung, und damals war ja der Bundestag so besetzt nach Kräften, dass es nicht erreichbar war, mit einem sogenannten konstruktiven Misstrauensvotum den inzwischen zum Kanzler einer Minderheitsregierung gewordenen Ludwig Erhard zu ersetzen. Das ist ja der Sinn des Misstrauensvotums, dass man für einen die Mehrheit der Stimmen haben muss. Also gab es die zweitbeste Lösung, es mal so zu nennen, die habe ich an einem Montag, dann, da mir keiner helfen wollte, herausgetüftelt und zu Papier gebracht. Und die war auch einwandfrei, nämlich ein Antrag mit genauer Begründung und ohne, dass man ihn antasten konnte, dass er die Vertrauensfrage stellen solle. Man konnte ihn dazu auch nicht zwingen, aber der Antrag konnte beschlossen werden. Und da kam dann am Morgen, nach einer langen Nacht, in der die FDP ihre Sachen besprochen hatte, einer von denen, damals ist ein Witz gewesen, ausgerechnet der Herr Zogelmann, wurde zu mir geschickt, lief dann später über zur CSU, CDU, und gesagt, also, Sie hätten ja nicht für ein Misstrauensvotum, ich war es erklärt, aber für diesen Antrag, der Bundeskanzler möge die Vertrauensfrage stellen, werden Sie stimmen, nicht? Das hätte mir aber vertraulich zu sagen. Das war bei Beginn der Sitzung. Na gut, dann wurde gestimmt und es gab eine Mehrheit, er möge die Vertrauensfrage stellen, und da hat er leider die Form etwas verloren, hat mir sogar leid getan und hat da angefangen zu schimpfen. Dann gingen die Verhandlungen los, weil man musste eine regierungsfähige Mehrheit bilden. Unser Begehren war, alle drei setzen sich hin um die Lage. Damals gab es diese Stilllegungen von Gruben und Schlimmeres noch im Industriegebiet. Das sah bedrohlich aus. Ich habe das noch sehr im Gedächtnis. Auch das innere Vibrieren der SPD damals und der Gewerkschaften. Aber es mussten dann parallel geführt werden, Koalitionsverhandlungen der SPD mit der CDU-CSU und der SPD mit der FDP. Das dauerte einige Wochen. Mein einziger Grundsatz hinsichtlich des Wie-Führens und Wie-Verbindlich-Machens war, die Beschlussorgane der Sozialdemokraten, das sind also in diesem Fall Parteivorstand, Parteirat, Bundestagsfraktion, müssen bis zum vorletzten Tag frei sein, für die oder für die Lösung sich zu entscheiden. Das heißt, sie müssen einen Bericht bekommen über die Ergebnisse der Koalitions- oder Regierungsbildungsverhandlungen mit CDU-CSU und mit FDP, wobei wir ihnen allerdings auch immer sagen müssen, in welchen Punkten die einen, na, sagen wir mal, entgegenkommender waren, nicht um uns, wie die Hamburger zu sagen pflegen, zu begöschen, sondern um das weitere Sprechen interessanter zu machen. Nein, es gab ja bestimmte Dinge, zum Beispiel Kommunalfragen, Mineralölsteuer und andere solchen Fragen. Da gab es Unterschiede, die wurden mitgeteilt. Und ehrlich, bis zuvorletzt waren die Beschlussorgane der Sozialdemokraten
frei, so oder so zu bestimmen, abzustimmen. Das haben sie dann auch gemacht. Und was hat am Ende den Ausschlag gegeben für die Bildung der Koalition mit der CDU-CSU? Den Ausschlag gegeben hat A, zum Beispiel der Pfennig, der Mineralölpfennig, der damals zuerst zum ersten Mal, so wie es gemacht wurde und wie es abgesprochen wurde, konnte direkt und zwar nicht verzettelt gegeben werden, sondern dorthin gegeben werden, wo es am dringendsten erforderlich war für Gemeindefinanzen. Das ist zum ersten Mal durchbrochen worden, eine solche Sache. Zweitens, solche Tatsachen wie die Bereitschaft der CDU-CSU zur Bildung eines Finanzrates, dem erstmals auch die Spitzenorgane der Gemeinden drin sind, und eines Konjunkturrates, auch zum ersten Mal und seitdem die Spitzenorgane der kommunalen Gliederungen drin sind. Das war das Positive bei denen. Dazu gab es bei der FDP-Seite keine oder weniger Neigungen. Die hatten damals keine sehr glückliche Hand in Bezug auf die Behandlung von gemeindepolitischen Problemen. Und das schien uns bei der entstandenen Unruhe und im Industriegebiet Betriebsstilllegungen und so weiter das Wesentliche, die Sache mit den Gemeinden sauber in Ordnung zu bringen. Das waren solche Punkte. Und die Mehrheitsfrage, die Tatsache, dass eine kleine Koalition nur eine äußerst knappe Mehrheit gehabt hätte? Hat auch eine Rolle gespielt bei der Entscheidung. Aber das war, dann müssen Sie nur nehmen, wie ich Ihnen das sage, ich habe erklärt, soweit ich dort was zu sagen hatte, bei den Organen, bei den Beschlussorganen, die Mehrheit ist knapper als natürlich die Mehrheit, die die CDU, CSU mit der SPD zusammen hat. Aber es geht jetzt, was traut man ihr zu und was kann man ihr, darf man ihr zutrauen in Bezug auf Fähigkeit, bestimmte Probleme, die damals dringend geworden waren, auch wirklich zu lösen. Dies korrigiert, Herr Wehner, doch das Bild, das von Ihnen in der Öffentlichkeit bestand und bis heute noch besteht, dass Sie von Anfang an ein entschiedener Betreiber der Großen Koalition gewesen seien. Hören Sie mal, ich habe gar nichts dagegen und von mir werden Sie nicht erwarten, dass ich mich über andere Leute noch erkennbar errege. Wie es in mir aussieht, Herr Kellermeier, ist eine ganz andere Sache. Nicht? Eine ganz andere Sache. Nur wenn Sie schon solche Dönsches hier erzählen und in Erinnerung bringen, so ein Mann wie Erler, so ein Mann wie Brandt, die wollten lieber die Koalition mit der FDP. Aber die habe ich doch weder beiseite gespielt, noch, nein, die... Erler war damals krank. Sein letzter Brief während dieser Phase war ein insofern erschütternder Brief, als er dazu riet, die Koalition mit der CDU-CSU, nachdem ihm alles klar gemacht worden war, schriftlich und auch mündlich, er war immer in Verbindung mit uns, er lag im Krankenhaus, seinem letzten Krankenhaus, zu machen, bei seinen sonstigen Neigungen. Nein, das war so fair und sauber und das war danach auszuhalten, auszutragen, nicht? Denn hinterher musste man Parteikonferenzen machen, um deutlich zu machen, warum das und warum nicht anders. Das ist geschehen, die Mehrheitsabstimmungen waren eindeutig und es waren unbegrenzte Redezeiten damals bei diesen Debatten, tief, nicht nur in die Nacht, sondern bis in den frühen Morgen hinein. Da kann man nichts sagen. Und außerdem gibt es einen Punkt, Sie haben ja, geben mir ja Anlass, auch wenn man das so zusammenbringt, so schnell, nicht? Seit 62 hätte ich, ja, damals ging es dem Herrn um die Spiegelaffäre. Nicht? Damals ging es um solche Sachen, dass mir der Herr Lücke sagte, er würde nie wieder in einer Regierung mit Strauß sein. Nicht? Hat sich geändert. Ne? Nein, nein, das so einfach, wie das gemacht wird, wie das dargestellt wird, ist das nicht gewesen. Es war schwierig, es war kompliziert, aber es waren keine Tricks drin, jedenfalls ich selber habe keine Tricks veranlasst oder auch selbst gemacht. Und hinzu kommt noch etwas, Sache mit dem relativen Mehrheitswahlrecht, das war immer eine in der SPD umstrittene Frage,
Da gab es welche, ja, schon vor vielen Jahren, da gab es andere, nein, es hatte gar nichts mit CDU, CSU zu tun, weil die das nun zu einer der Bedingungen machte. Nur, im Jahre 1969 ergab es sich, dass in der CDU, CSU inzwischen ein nicht unbeträchtlicher Teil war, der Wortführer war damals Herr Schröder, erst lange Jahre Innenminister, dann mehrere Jahre Außenminister, dann in der Koalition unter dem Kanzler Kiesinger Verteidigungsminister, der wollte nicht. Mit Rücksicht auf eine mögliche Koalitionsbildung mit der FDP. Ja, sicher. Und das war ja der Grund, weswegen schließlich, weil das auch erkennbar wurde, besprochen wurde und auch sozusagen Probeabstimmungsergebnisse herumgereicht wurden innerhalb der CDU, CSU. Das wurde dann also zu dem Punkt, ich konnte auf einem außerordentlichen Parteitag 1969 gestützt, das ist ein Protokoll da, ungefälscht und unredigiert, konnte feststellen, bei der CDU ist jetzt das und das und das und das und das in Bezug auf Mehrheitswahlrecht. So ging das aus. Nicht? Das heißt, ich habe nie geleugnet, dass die Mehrheit in der SPD nicht für das relative Mehrheitswahlrecht war. Zum Teil deswegen, weil sie sich ausrechneten, dann dauert das sehr lange, ehe man einen Regierungswechsel, Mehrheitswechsel herbeiführen oder herbeizwingen kann. Andere aus sogenannten prinzipiellen Gründen in Wahlrechtsfragen. Aber es gab auch nicht wenige, die waren für das Mehrheitswahlrecht. Das ging durch die verschiedenen Reihen verschieden durch. So war das, aber das war Blatt. Nur gibt es dann im Jahre 69 ein Ereignis, das hat wirklich der Koalition unter Kiesingers Kanzlerschaft das erneut werden unmöglich gemacht. Sie meinen die Bundespräsidentenwahl? Das war die Bundespräsidentenwahl vom 5. März. Denn da hatte ein Sozialdemokrat, und der hatte das sogar geglaubt, obwohl ich ihm versucht habe, den Staat zu stechen, das feste Versprechen, er wird der Kandidat sein. Wer war das? Ein Kandidat. Das ging dann monatelang so. Und als mir klar wurde, im August, dass das Wort, das er bekommen hatte, offenbar nicht mehr galt, aber noch nicht gesagt wurde, es gelte nicht mehr, habe ich ihm dringend geraten, er solle sich damit abfinden und solle nicht den Fehler machen, darauf zu pochen, dass ihm doch das mal, denn das ist, sei längst anders gehandelt. So ist es dann auch gewesen. Ist es auch gewesen. Er hat bis zuletzt, bis zuvorletzt nicht angenommen, dass das nicht revidierbar wäre seitens der CDU. Aber die hatten sich anders besonnen. Wer weiß, ob das Wort, das sicher ehrlich gegeben worden war, aber dadurch keinen Boden mehr hatte, dass diejenigen, die das gegeben hatten, nicht mehr Herr ihrer Anhänger waren in diesen Fragen. Die wollten eben einen anderen. Das war die Entscheidung. In einem Brief, ich habe ja einige lange Briefe von dem dann todkranken Freiherrn von zu Gutenberg bekommen, der auch gegrübelt hat darüber, woher und wo sind denn die Gründe wohl gewesen dafür, dass die Große Koalition nicht erneuert werden konnte oder worden ist. Der hat genau richtig getippt. Es war das Drumherum um die Bundespräsidentenwahl 1969. Und die selbst war ja bis zum dritten Wahlgang keineswegs entschieden. Erst im dritten Wahlgang war das klar. Wir sollten vielleicht für unsere Zuschauer der Klärung halber sagen, dass die CDU-CSU damals Gerhard Schröder aufstellte als eigenen Kandidaten und dass damals in den Zeitungen zu lesen stand, dass der Kandidat der SPD Georg Leber gewesen wäre. Herr Wiener, eine Frage an dieser Stelle noch zum Thema Große Koalition. Sie haben sich 66, wenn ich mich richtig erinnere, gegen jene in der SPD gewendet, die nach der Devise operieren wollten, Große Koalition ja, aber ohne Strauß. Meine Frage, was ist Ihre Einschätzung generell der politischen Potenz Strauß und hat sich Ihr Urteil über Strauß im Laufe der Jahre verändert? Nein, hat sich nicht verändert. Außerdem, wenn das interessiert, scheint so zu sein, dass es interessiert, will ich also mal davon ein paar Takte sagen, dass
in der letzten entscheidenden Zusammenkunft, die viele, viele Stunden, weiß ich, war bis gegen morgen 5 Uhr, dauerte, bei den sozialdemokratischen Beschlussorganen, da war es Gustav Heinemann, der sich dagegen wandte, in der Situation, wie sie damals war, eine Regierung mit der CDU-CSU, die mehr waren als wir, deswegen oder nur deswegen abzulehnen, weil sie auch den Strauß da rein schicken und nehmen können würden. Und er hat es in einer sehr bewegenden, nüchternen Art gesagt. Sein Verhältnis gegenüber diesem Mann dürfte ja nicht, außerdem ist er tot, in Verdacht geraten, so wie man mir zutraut. Ich machte alles Mögliche, bloß um irgendwas zu erreichen. Nein, so war das nicht. So war das nicht. Und wenn Sie nun nach Strauß fragen, ich habe erlebt, wie der Strauß als Finanzminister damals in der Regierung Kiesinger war und sich so gut wie ausschließlich, sage ich ganz abgemessen, mit Finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen beschäftigt hat. Da gab es ja dieses Paar Plisch und Blum. Einer war Strauß, der andere war dieser Herr Schiller, die man oft zusammen sah im Fernsehen, und es prägte dann auch das Bewusstsein der denkenden Menschen. Strauß, ich habe 1965, als mich zwei Abgeordnete der CDU und CSU hatten fragen lassen, mitten im heißen Wahlkampf, ob ich mal bereit wäre, mit ihr ein Gespräch zu finden über drei wichtige Fragen, für sie wichtige Fragen. Ich gesagt, ja. Und dann haben wir uns irgendwo getroffen, ist auch nie davon öffentlich gemacht worden. Und da war eine der Fragen Strauß. Ich habe den damals erläutert, das habe ich übrigens nicht, weil ich es dort gesagt habe, sondern wo ich es auch, ich habe es in meiner eigenen Wahlversammlung gesagt. Ich halte Strauß für einen sehr gefährlichen Gegner, um es nicht noch mit Superlativ zu bezeichnen. Gerade deswegen muss man ihn so politisch bekämpfen, wie das sauber ist und fair ist. Und ich warne davor, und ich werde nie mitmachen, diese damals auch, das ging ja damals schon los, Radau und andere, das ist die leichteste Art, Opposition zu spielen und in Wirklichkeit denen in die Hände zu spielen, die fast kein Mittel ungenützt lassen, um die Macht, wie Sie verstehen, zu ergreifen. Ich habe damals dieses Bild gebraucht, auch in meinen Versammlungen, häufig im eigenen Wahlkreis, war ja gar nicht so einfach, die Leute waren schon, fing es schon an, Rausch zu bekommen, was man alles. Das ist ja immer zum Vorteil dessen, den man damit meint. Ich habe damals gesagt, ich möchte nicht, dass in unserer Republik jemand sozusagen mit dem gelben Stern, bildlich gesprochen übertragen, herumläuft. Nicht? Er darf zwar rumlaufen, aber hat nicht die Sache. Der Mann muss politisch bekämpft werden. Die Meinung habe ich behalten, die Meinung habe ich nach wie vor, ungeachtet dessen, was der Mann mir zugefügt hat. Es war nicht von Pappe. Aber, bitte sehr, diese Denaturierung demokratischer Praxis durch ihn, aber dann auch noch über ihm durch seine, in diesem Falle, wie Feinde auftreten und sich so scharierenden Gegner, zerbricht die Demokratie. Das alles, das sind dann beide schuld. Dann frage ich allerdings, wer hat dann mehr Schuld? Der, der das ausgenutzt hat? Oder diejenigen, die so dumm waren oder so besessen und versessen waren, nicht zu begreifen, dass sie damit die Voraussetzungen für eine saubere Auseinandersetzung mit aller sachlichen Schärfe zerstören. Das ist meine Philosophie. Herr Wiener, Sie haben eben bereits einiges darüber gesagt, weshalb die Große Koalition 69 nach der Wahl nicht fortgesetzt wurde, haben verwiesen unter anderem auf die Bundespräsidentenwahl. Ich möchte Sie nun gern fragen, was war das eigentliche Motiv für die Bildung der sozialliberalen Koalition? War es die Notwendigkeit einer neuen Ostpolitik? War es ein angestauter Bedarf an inneren Reformen oder war es auch das Bedürfnis der SPD, den Bundeskanzler einmal zu stellen? Erstens musste es möglich gemacht werden, eine regierungsfähige Mehrheit zu bekommen.
bei den Freien Demokraten war, die Neigung zu einer Vertragspolitik gegenüber den osteuropäischen Nachbarn und Staaten und auch im Zusammenhang mit den Unvermeidlichkeiten der Regelung des Verhältnisses zwischen Bundesrepublik Deutschland und Deutscher Demokratischer Republik gegeben, die Voraussetzung gegeben. Bei der CDU, CSU war sie über das, was bis dahin erreicht worden war, hinaus nicht gegeben. Und was Reformen betrifft, einige der dringend notwendigen Reformen, so konnte man damals annehmen, und es ergab sich aus den Gesprächen, waren mit der FDP erreichbar zu machen, wenn auch keineswegs alle, die man sich für notwendig ausgedacht hatte. Dass die SPD einen Bundeskanzler, das mag bei dem oder jenem eine Rolle gespielt haben, ich kann nicht für andere sprechen. Bei mir hat es keine gespielt, aber das war ja klar. Warum soll, wenn die Große Koalition nicht erneuert werden konnte, aus Gründen und Bedingungen, von denen hier einige schon genannt worden sind, dann musste der Versuch gemacht werden, mit einem Sozialdemokraten, als dem Mann, der von der Größe nach zweiten Bundestagsfraktion zu stellen war, eine mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Und den Weg sind wir dann angetreten, zumal man ja nicht ganz außer Acht lassen konnte oder durfte, dass die Freien Demokraten durch ihre Entscheidung zum 5. März des Jahres 1969 Bundespräsidentenwahl ja sich einen schweren Aderlass zugezogen hatten. Sie hatten ja bei der Bundestagswahl 1969 dann 69 Mandate weniger, das war die Quittung von Wählern und Angehörigen der FDP auf die Wahl Heinemanns zusammen mit der SPD. 19, das war kein Pappenstiel, hatten sie weniger. Und sie haben es denn dennoch, also sie hatten das, was sie ja voraussehen konnten, hatten sie es gemacht mit dieser Wahl eines Bundespräsidenten, erstmals eines Sozialdemokraten. Wie groß war damals Ihre Skepsis, Herr Wehner, dass die Koalition mit dieser knappen Mehrheit, die dann ja auch im Laufe der Jahre zerbröckelte, in Turbulenzen geraten würde? Waren Sie 69 schon skeptisch? War nie skeptisch, sondern habe immer gewusst, das wird sehr schwer. Und einer muss der Dumme sein, und das war immer ich. Denn Parlament ist Parlament, nicht? Da muss man die notwendigen Stimmen zusammenholen. Einschließlich solcher schrecklichen Sache, wie es dieses bisher einzige sogenannte konstruktive Misstrauensvotum im Jahre 1972 geworden ist. Da war ja bei der CDU-CSU die Vorstellung, das lockte sie, wie sich eine Tierart durch eine Wurst, die man ihm vor die Nase hält, also locken lässt, verkündeten sie nach der Landtagswahl in Baden-Württemberg, dass sie nunmehr ein konstruktives Misstrauensvotum durchführen würden. Weil sie der Meinung waren, jetzt haben sie A, die Überläufer, die man braucht, zweitens die man gewonnen hat, wie man das so nennt. Ich will das Wort nicht in finanziellen Ausdrücken wiedergeben. Und da wusste ich, was uns bevorsteht, und wir haben es durchgestanden. Wie beurteilen Sie, Herr Wehner, im Nachhinein die Legitimität dieses konstruktiven Misstrauensvotums? Die Verfassung lässt ein legitimes, lässt das zu. Wenn es einer für möglich hält, dann muss es machen. Und wenn er dabei hinfällt, wie ihm das geschehen ist, dann kann ich ihm nicht helfen. Noch heute ist die Annahme anzutreffen, dass vieles damals nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Was sind rechte Dinge? Dass man Leute bezahlt, nicht? Wie das gemacht worden ist. Das gibt doch heute Leute. Ich könnte sie aufzählen, ich denke nicht daran, weil dann kommt die besondere Seite unserer Demokratie zum Vorschein, dann werde ich fortgesetzt vor Gerichte geschleppt. Ich kann nicht mal das verwenden, was ich damals von Anverwandten solcher Leute bekommen habe. Ganze Stapel von Sachen. Nein, nein, dies war schmutzig und
Das musste man wissen. Ein Fraktionsvorsitzender muss wissen, was geschieht und was versucht wird, um einer Regierung den Boden und Füßen zu entziehen. Die Regierung selber muss das gar nicht alles wissen. Herr Weder, was haben Sie empfunden, als der Bundestagspräsident das Ergebnis des konstruktiven Misstrauensvotums bekannt gab? Ich war auf der Toilette. Und ich habe dann, wie ich wieder zurückkam, gesehen, den Jubel. Und ich war nicht zu den Ersten gehörig, die dann also begrüßt wurden. Dass sie das. Ich kenne zwei Leute, die das wirklich bewerkstelligt haben. Der eine bin ich, der andere ist nicht mehr im Parlament. Rainer Barzel hat sich, das hat man gesehen, gründlich verschätzt. Haben Sie damals überhaupt für möglich gehalten, dass die Koalition diesen Ansturm überstehen könnte? Ich habe beides für möglich gehalten. Es stand auf der Schneide und die war so wie ein Haar scharf. Die Folge war, eine der Folgen jedenfalls, eine Bundestagswahl, die von 72, bei der die Koalition eine komfortable Mehrheit gewann. War diese Mehrheit, Herr Wehner, vielleicht zu komfortabel? War sie zu bequem? Hat sie die Koalition dazu verführt, zum Beispiel das Jahr 73, ein Jahr ohne Wahlen, auch ohne Landtagswahlen, zu verschenken? Erstens war das ein gutes Wahlergebnis. Zweitens habe ich schon in der ersten Zusammenkunft der Beschlusskörperschaften der SPD erlebt, wie das waren, da waren auch nicht, sind ja nicht wenige Abgeordnete im Parteirat und Parteivorstand, dann gesagt, nun werden wir aber mal der FDP zeigen, nicht? Dass sie mit uns nicht und so weiter. Da war mir schon klar, wird sehr schwer. Denen ist in den Kopf gestiegen, dass wir erstmals stärkste Fraktion geworden sind. Das haben die sicher alle zwar nicht vergessen, aber sie haben es begraben, was sie damals für törichte Sachen gesagt haben. Gleich am Anfang. Gleich am Anfang. Die Überheblichkeit, um es einmal ganz hart zu sagen, bei einem Teil von Sozialdemokraten war damals bedauerlicherweise nicht gering. Die waren eben der Meinung, jetzt sind wir die Stärkste, das wollen wir mal. Das ist schade, das ist menschlich. Aber es wird eine Weile dauern, ehe sie mal wieder in eine solche Situation kommen. Muss man nur sehen, dass sie dann nicht wieder so sind wie jetzt, wie damals. Ja, 1973, das Jahr 1973 war auch das Jahr, in dem Sie wiederholt davor gewarnt haben, die Ostverträge sich selbst zu überlassen und, wie Sie damals gesagt haben, alte Politik mit neuen Verträgen zu treiben. War dies auch eine der Erscheinungen, die hineingehören in den Bereich, über den wir gerade sprechen? Also Schwächezeichen aus Überheblichkeit, Nachlässigkeit aus Überheblichkeit? Gehörte wohl mit dazu. Das ist ja überhaupt bei uns so. Das betrifft ja nicht nur diese Partei und diese, ihre, sei es Regierungs- oder sonst im staatlichen Bereich, parlamentarischen Bereich, tätigen und wirkenden Vertreter, Repräsentanten, dass man, wenn man etwas erreicht hat, meint, und nun muss das mal sich selber entwickeln. So geht es ja mit Verträgen. Ich reise auch nicht zum Vergnügen, oder bin, ich werde kaum mehr tun, in die Länder gereiste, mit denen man zwar Verträge gemacht hat, aber dann wurden die Verträge sich selbst, oder? Womit ich diejenigen, die ich nun nenne, nicht herabsetzen will, den Verwaltungsstellen überantwortet. Nicht? Das ist nicht. Damit kann man solche schwierigen Verhältnisse nicht in lebendige und in solche realen Verhältnisse umwandeln allmählich, von denen man sagen darf, die Verträge sind nicht sich selbst überlassen, sondern wir kümmern uns darum, sie mit Leben zu erfüllen. Und das geschieht nicht dadurch, dass man gelegentlich durch Botschafter und gelegentlich durch Außenminister und gelegentlich durch gemischte Kommissionen mit hochkarätigen Rängen von im Staatssekretär oder ungefähr Rang sich mit Wirtschaftsfragen befassen muss. Ich habe ja mal einen schweren Fehler gemacht, der ja lange zur Verstimmung beigetragen hat durch seine verfälschte Wiedergabe. Ich habe mal
war im Aufenthalt in Moskau gesagt, was der Regierung, das war damals 1973, fehlt, das ist ein Kopf, der weder Kanzler sein will, noch Wirtschaftsminister, noch Außenminister, sondern der als Kopf allen diesen genannten und auch faktisch damit dem ganzen Kabinett hilft, jeweils das Kettenglied in den vor allen Dingen Wirtschaftsbeziehungen zu einem der Länder jenes Bereichs zu finden, von dem man sagen kann mit Vernunft, das würde für die wichtig sein, denn, so war meine Schlussfolgerung, alles, was die möchten und alles, was sie auch brauchen, sind wir außerstande zu liefern. Und das ist dann gekommen mit dieser verfälschenden Balkenüberschrift, Anführungsstriche, Wehner, Doppelpunkt, was der Regierung fehlt, ist ein Kopf, Anführung zu. Der Verfasser dieses Berichts hat mir seinerzeit zugegeben, nachdem der erste Brief, den ich an die mir von ihm gegebene Adresse geschickt hatte, als unbestellbar zurückgeschickt worden war, und als die richtige herausgefunden hatte, die er mir vorenthalten hatte, ja, Sie haben recht, das haben Sie nie gebraucht. Ich habe es auch nie in meinem Bericht geschrieben. Aber als ich die Absätze gelesen habe, die Abzüge gelesen habe, habe ich es auch nicht geändert, denn es passte gut ins Bild. So geht das zu. Keine Klagen, keine Klagen. Nur, so etwas hat uns in diesem Jahr 73 und auch 74 gefehlt. Nicht ein Kopf, nicht wie das da, sondern jemand, der so viel wusste, und das ist eine unerhörte Anforderung, und da nicht erst, sondern der den Rat geben konnte, mal da versuchen, mal da versuchen. Denn wir können weder für Rumänien, noch für DDR, noch für Ungarn, noch für Polen, noch für CSSR oder wer sonst noch hat, auch nicht für Jugoslawien außerhalb des dortigen Blockgebundenseins. Alles das, was die brauchen könnten oder womit sie es vor allen Dingen zu tun haben möchten, befriedigend lösen. Gilt dies nicht auch noch heute? Das kann man nicht heute auch noch, aber ich sag's nicht wieder. Ich habe sie nur erklärt, wie ich mir damit mal mehr als den Mund verbrannt habe. Dank der Freiheit unserer Presse. Einem das Wort im Munde umzudrehen, auch dann, wenn man es gar nicht als solches gebraucht hat. Ich bitte Sie, dass ich da bitter bin. Das sind Lebenserfahrungen. Danke. Herr Wehner, zu den Auffassungen, die sich ziemlich festgesetzt haben, auch wieder durch publizistische Behandlung, gehört die Annahme, dass Sie beim Rücktritt von Willy Brandt eine entscheidende Rolle gespielt hätten. Es hat damals am Wochenende vor dem Rücktritt im Mai 1974 Gespräche gegeben mit Willy Brandt in Münstereifel, darunter wohl auch ein Gespräch zwischen Brandt und Ihnen. Können Sie darüber reden? Haben Sie einen Rücktritt von Willy Brandt damals für notwendig gehalten und daraufhin gewirkt? Ich habe ihn nicht für notwendig gehalten. Ich habe Willy Brandt am 6. Mai früh, als er in einem Engkreis der Koalition gesagt hat, dass er sich entschlossen habe, zurückzutreten, wegen des Vorgangs mit diesem Guillaumes, wegen Fahrlässigkeiten, die vorgenommen worden seien. Da habe ich zu denen gehört, übrigens keiner der anderen war einverstanden auch, weder die drei von der FDP noch der zweite von der SPD, außer mir, von Brandt rede ich, der war einer von uns dreien. Ich habe damals erklärt, es gibt keinen Grund für den Rücktritt, aber, und dann habe ich gesagt, es gibt Grund, dass der so und so aufgrund der Verantwortung, die er während der fraglichen Wochen gehabt hat, geht kein Minister, sondern Staatssekretär. Nicht, weil ich dachte, lieber ein Staatssekretär, sondern wer die Verantwortung dafür hatte. Die Verantwortung dafür, dass Texte verschlüsselt und entschlüsselt durch die Hände von einem Menschen ging, der sonst nie damit zu tun gehabt hätte. Und das andere, sage ich, das muss wieder ein anderer entscheiden. Das sind alles nicht Kanzlerentscheidungen. Wie das war mit den Observationen und der Auswertung der Observationen, die von einem bestimmten Zeitpunkt an gewesen sind. Das war meine Erklärung, und ich habe erklärt, es gibt keine Notwendigkeit dafür, dass der Bundeskanzler Willy Brandt dafür, was als Fahrlässigkeiten bezeichnet worden ist, zurücktritt. Es gab eine Bedenk- und Besprechzeit bis zum Abend dieses Tages, und am Abend hat er dann
erklärt, er bleibt doch bei diesem Entschluss. Herr Wiener, in der Rückschau ist zuweilen die Auffassung vertreten worden, dass der Wechsel von Willy Brandt zu Helmut Schmidt auch ganz unabhängig von der Guillaume-Affäre gleichsam ein Ausdruck eines allgemeinen Bewusstseinswandels gewesen sei. Dann ist das Wort Tendenzwende gefallen, Verlagerung der politischen Akzente, der Themen, eine Verlagerung mehr auf wirtschaftspolitische Themen. Auch ist gesagt worden, dass es ohne diesen Wechsel vielleicht schon damals zu einem Ende der sozialliberalen Koalition gekommen wäre. Ist diese Sicht völlig falsch? Das weiß ich nicht. Ich habe mich mit solchen Sichten nie beschäftigt und würde es auch nicht tun. Ich habe Ihnen jetzt eine Antwort gegeben, wie das wirklich war. Und ich bin auch heute noch, wenn auch er nicht mehr Kanzler ist, bei allem, was er mich hat vergelten lassen, aus seinem Verständnis heraus, loyal zu Brandt. Und diese ganzen Sachen, die Sie jetzt erzählen, was alles und so weiter, das mag bei vielen Leuten Deutung gewesen sein, es mag bei manchen vielleicht auch Meinung gewesen sein, hätte es sowieso kommen. Meins nicht. Ich bin ja auch kein Händler in Details. Ich wusste wohl, was das hieß, wenn der erste sozialistische Bundeskanzler aus eigenem Entschluss und in solche Situationen zu gehen für unvermeidlich hält. Worin sehen Sie, als letzte Frage dieses Gesprächs, den wesentlichen Unterschied zwischen der Kanzlerschaft Willy Brandts und der Kanzlerschaft Helmut Schmidts? Helmut Schmidt, der ja auch in der Regierung Brandt Minister gewesen ist, Verteidigungsminister, Finanzminister und zeitweilig Finanz- und Wirtschaftsressort in Kombination. Schmidt ist ein Mann, der in der Zeit, das hat sich so gefügt, in der wir mit Wechsel von 73 auf 74 mit Ölkrise und vielen anderen Rezessions- und anderen schweren internationalen Wirtschaftserscheinungen zu tun haben, wusste, wie damit umzugehen und wusste, soweit das geht, in unseren Kräften steht, damit klar zu kommen. Insofern wurde noch aus der Not eine Tugend. Und das war Glück.